Das ist die mittlerweile doch ganz stattliche Zahl von Einheiten, die unser Nachbar Utama, der Podestralia, hier anführt und an unseren Grenzen positioniert. Links ein Kampffahrzeug zu sehen, links ein Infanterietrupp und denen gegenüber nur ein Bautrupp von uns. Da ist wirklich eine ganze Menge los auf der Karte. Und eine ganze Menge los ist mittlerweile Christian Weigel, mein Mit-Let's Player, ist auch los mit dieser Version hier, denn wir spielen dieses Let's Play mittlerweile nicht mehr mit der Preview-Version. Nein, wir sind umgestiegen auf die volle, komplette, fertige Review-Version. Ja, fix und fertig. Fast fix und fertig. Kann natürlich geringfügig noch bei irgendwelchen Gelegenheiten nachgepatcht werden oder wer weiß, was sie noch an Fehlern entdecken. Wer weiß, was wir noch an Fehlern entdecken und nachmelden. Aber im Großen und Ganzen... Als ob jemand auf uns hören würde. Ach, auf uns hört doch niemand. Außer euch. Wir sind so auf euch angewiesen, liebe Zuschauer. Ja, es ist auf jeden Fall die offizielle Review-Version fürs Release am 24. Oktober. Und erfreulicherweise, ihr seht es, können wir auch unsere Saves fortsetzen. Das ist natürlich sehr, sehr schön. Und es gibt in der Review-Version im Vergleich zu der, mit der wir dieses Let's Play gestartet hatten, eine wichtige Änderung, Christian, was das Balancing im Handel betrifft. Ja, und davon, profitieren kann man nicht sagen. Darunter leiden eigentlich am meisten die Polystralie. Die hatten als Spezialfähigkeit ja bisher pro Stadt eine kostenlose zusätzliche Karawane oder ein zusätzliches Handelsschiff. Das ist leider nicht mehr so, sondern nur noch die Hauptstadt bekommt zwei zusätzliche Handelsrouten-Slots. Die Karawanen waren einfach zu stark und zu mächtig. Das freut mich natürlich wahnsinnig in diesem Let's Play hier. In der anderen Let's Play-Reihe, die ich alleine mache, da spiele ich allerdings die Polystralia. Da ist es natürlich auch auf deutlich höherem Schwierigkeitsgrad keine ganz so gute Nachricht, was die Entwickler sich da im Balancing geleistet haben. Aber hier tue ich mal so, als würde es mich uneingeschränkt freuen und stimme mit dir ein, Christian, in einen Jubelchor. Hurra, hurra, hurra. Wobei, so bis jetzt wurden wir nicht von polystralischen Handelskonvois geflutet. Ich weiß gar nicht, ob der die so effizient einsetzt. Siehst du irgendwo einen? Ich kann zumindest nicht behaupten, dass die mir wahnsinnig viel Angst einjagen würden. Schauen wir doch mal in unsere Handelsübersicht rein. Handeln die mit uns? No, Sir. Die wollen nicht mit uns handeln. Was wir aber machen wollen, das ist bei der Forschung im Tech-Web jetzt eine neue Technologie einstellen. Wir haben ja schon verdammt viel erforscht, oder? Runde 80. Was alles schon hellblau ist. Ja, und lila sind die wir erforschen könnten, wenn wir wollten. Und dieses sanfte Himmelblau, das haben wir schon erforscht. Das alles in Runde 80. Auf schnell, muss man allerdings auch sagen. Wir sind eine ganz schön schnelle Truppe. Was wollen wir denn als nächstes erforschen? Ja, als letztes hatten wir, glaube ich, das Gendesign rechts oben, weil du unbedingt das Weltwunder... Ektogenese, genau. Da warst du scharf drauf, das bauen wir auch demnächst. Und ich glaube, als letzte Forschungsfortschrittsgeschichte hier im inneren Kreis um das zentrale Forschungsprojekt Habitat herum, nehmen wir uns noch Physik. Das dauert nur zwei Runden. Ei, wird gemacht. Zum Observatorium dann hin und so weiter. Allerdings, dieses Observatorium, dieses spezielle Wissenschaftsgebäude, ist vor allem dann effizient, wenn wir auch Phyraxit nutzen könnten. Das ist vor allem nur dann baubar, wenn wir Phyraxit überhaupt angeschlossen haben. Mhm. Erfordert eine nutzbare und bearbeitete Quelle von Phyraxit. Das heißt Robotik. Wir grüßen als nächstes dich. Als nächstes dann Robotik. Aber wir nehmen vorher noch die Physik mit. Die brauchen wir, glaube ich, sowieso. Aber macht es da nicht Sinn, dass wir erst die Robotik uns holen, damit wir überhaupt dann die Phyraxit-Minen schon mal bauen können mit unseren Bautrupps, um dann das Gebäude uns zu holen, dass man damit dann dass diese Phyraxit-Minen braucht? Scheint mir du und deine eiskalte Logik, ja, da hast du natürlich recht. Ja. Nenn mich einen eiskalten Denker. Mhm. Okay. Einer von uns beiden muss ja schließlich die Rolle des Mannes mit Herz übernehmen. Das bin nicht ich, das bist du. Jetzt schauen wir doch aber nochmal nach, haben wir denn irgendwo eine Quelle von Phyraxit, wo wir dran sitzen? Wer übernimmt denn hier die Rolle des eiskalten Denkers jetzt? Hm. Haben wir überhaupt Phyraxit? Oh, das sieht schlecht aus. Ach komm, was für... Nein, du erinnerst dich, wir wollten ganz im Norden von Mandira noch eine Stadt gründen, weil da ist verdammt viel Phyraxit, siehst du ja, das? Genau, das hatte ich die ganze Zeit im Kopf. Hör mal, du hast mich hier als eiskalten Denker vorgestellt und eingeführt, um mich dann ja gnadenlos vorzuführen. Das ist echt total... Nein, ich war der Planungstrottel in dem Moment. Ach komm, du hast mich hier vorgeführt, ich bin... Ja, was macht er denn jetzt? Also alles hier auf Null wieder, Physik und Robotik, oder doch? Nee, Robotik ist schon gut, da kriegen wir auch die Autofabrik, da bin ich auch sehr dafür. Autofabrik? Wir können Autos bauen, das ist ja auch cool dann.
Nein, Automatikfabriken, die sind wichtig für den Handel, ne? Genau. Wenn die kann man nämlich so konfigurieren, dass eine extra Handelskarawane pro Stadt dabei rausspringt. Also gehen wir erstmal auf jeden Fall zur Robotik und dann gucken wir weiter. Eine Runde später, KI rechnet im Hintergrund, haben wir sicher auch ein paar neue Aufgaben und ein paar neue Dinge zu besprechen. Kann es sein, dass wir gerade jegliche Illusion von Kompetenz zerstört haben? Ja. Oh, wie schön. Wie wunderbar. Mein Lieblingswunder. Nein, nicht mein allerliebstes, aber ein schönes. Ein Gentresor wurde jetzt von uns gebaut. Wo unsere Gene in einem großen, riesigen Genarchiv hinter einer schweren Stahltür aufbewahrt werden, weil sie so wertvoll sind. Wie in einem Museum. Und die YouTube-Zuschauer können an denen vorbei wandeln und können die dann bewundern. Ja, das einzige Exponat, was da rumliegt hinter dickem Panzerglas, sind halt nur so ein paar Hautabschabungen von uns. Ja, immerhin. Moment, ich gehe mir mal kurz mir die Haare auskämmen. Dann können die da platziert werden, als Wunder. Ich finde das Zitat dazu übrigens sehr schön. Die 5 mythischen Geschöpfe der Erde. Drache, Einhorn, Greif, Lama und Chimäre. In der anderen Let's Play-Reihe habe ich das übrigens auch schon gebaut, das Gentresor-Wunder. Also plus 10% Wachstum in allen Städten und da, wo wir es gebaut haben, plus 4 sogar, das ist natürlich wunderbar. Das ist extrem mächtig. Und hier steht es jetzt, der Gentresor bringt uns auch mächtig viel Punkte in der Punkteliste, wo wir uns konkret nichts von holen können, aber wir können uns einen drauf backen. Produktion wählen. Ja, bitte ein, wie heißen die Dinger, womit man neue Städtchen bauen kann? Ah, die Ektogenese. Wir müssen noch ans Phyraxid. Ja, also wie gesagt, Ektogenese-Kapsel von uns extra freigeschaltet durch die Forschung, hätte ich gerne. Ja, dann kannst du vielleicht die auch machen. Na gut. 7 Runden für ein Wunder, das ist eigentlich ein Schnäppchen, das macht man. Das ist lieb, dass du mir das erlaubst. Bei der Gesundheit sind wir bei -7. Zuschauerkommentare diesbezüglich ignorieren wir. Höflich natürlich. Und können jetzt hier ein weiteres Gebäude in Saira bauen. Wir hatten eben offline kurz darüber diskutiert, ob es hier Saira oder Saira heißt, haben uns darauf verständigt, dass wir keine Ahnung haben und dass wir ab jetzt immer Saira sagen werden, einfach nur so. Genau, einfach um mal ein bisschen Konsistenz hier reinzubringen, die fehlt ja bei uns. Also wir haben hier nur +3 an Nahrung. Wie wär's denn mit einem Vivarium, lieber Christian? Nee. Wie wär's denn mit einer Klinik? Wir sind ein bisschen in den Wiesen mit der Gesundheit. Und Forschung ist auch nicht schlecht. Also Gesundheit ist mir sowas von egal. Ja, Forschung, okay, +3, aber Vivarium überlegt ja, dann würden hier die Nahrungserträge um 60% quasi erhöht werden. Das ist doch enorm. Na gut, dann bau eben das Vivarium. Ich muss da immer an, muss da immer an Darmstadt denken, weil deren Zoo doch so heißt. Ist das jetzt ein Gegen- oder ein Pro-Argument gewesen für das Vivarium? Achtung, wir könnten Darmstädter Zuschauer haben. Nee, ich fand das immer nett im Vivarium. Das ist, die hatten nette Schildkröten. Richtige Antwort. Auch wenn ein Teil der YouTube-Zuschauer sich jetzt als Schildkröten beschimpft fühlt. Wohin mit dem Erkunder? Schau doch mal, da in der östlichen Wüste, da sitzt doch noch einer unserer Marines auf einem lustigen, verlassenen Siedlungspunkt. Genau. Den reservieren wir uns da, damit da niemand anders weggräbt. Da schicken wir den Erkunder hin. Ei, ei. Leider durchs Miasma, aber was soll's. Oh, und wir haben noch einen weiteren Erkunder im Norden stehen. Der buddelt da auf einem Miasma-Feld. Schau doch mal bitte, ob es dem noch gut geht. Genau da. Ach, hier neben Shackleton. Ja, alles klar. Alles in Ordnung. Und er braucht nur noch eine Runde. Der ist dann fertig. Jetzt schon passiert. Cool. Wie ist das jetzt passiert? Wurde halt in dieser Runde jetzt beendet. Keine Überlebenden haben wir gefunden in dieser verlassenen Siedlung, aber Aufzeichnungen aus den letzten verzweifelten Tagen einer gescheiterten Siedlung, eine psychohistorische Analyse ihrer Anstrengungen. Ich kann mir richtig vorstellen, da haben die Forscher wahrscheinlich über den Papieren gebrütet und haben sich darauf konzentriert und haben danach ihre eigenen Gefühle beim Betrachten analysiert und das sind dann psychohistorische Analysen. Jedenfalls haben wir wichtige Einblicke dadurch bekommen, wie die gemachten Fehler zu vermeiden sind, wahrscheinlich einfach anderen Anführern zu vertrauen. Ist das, was man daraus als Erkenntnis gewonnen hat. Wie auch immer, es gibt 56 Kultur. Wow. Wow. Nur her damit. Bitte. Und, ja. Sag mal, was macht der Marine? Der läuft anscheinend von rechts nach links. Ja, der sollte wieder nach Hause, glaube ich. Aber was er davor hatte, ich kann mich nicht erinnern. Es liegt eine Weile zurück, dass wir hier die letzte... wir hatten eine längere Pause hier bei der Aufzeichnung. Wir wollen es nicht verschweigen. Nein. Deswegen müssen wir uns kurz erst was wieder reinfinden. Ja.
Oh, super. Das ist ja cool. Ein abgestürzter Satellit wurde entdeckt wegen dieser Quest hier. Hier steht sie. Unsere Wissenschaftler haben in der Nähe ein schwaches Funksignal geortet, dessen Signatur definitiv menschlich ist. Wir sollten die Signalquelle untersuchen. Niemand kann sagen, was wir dort finden werden. Das ist unser Job. Hier sollen wir eine Signalquelle durch unsere Expedition aufdecken. Das machen wir doch gerne. Oh ja. Der ist aber nicht abgestürzt, dieser Satellit. Ich habe schon manchmal gesehen, dass Satelliten tatsächlich abstürzen. Die ziehen dann so einen Feuerschweif hinter sich her und klatschen in den Boden, aber das kommt sehr selten vor. Oder meistens ist man gar nicht mit der Karte da, wo es passiert. Zwei Erkunde haben wir. Welchen schicken wir denn jetzt dahin? Wo sind die Herrschaften überhaupt? Der eine läuft Richtung Osten. Dem hatten wir schon ein Ziel gegeben. Und der andere, der gerade oben fertig war, neben Shackleton, der muss sich doch sowieso ein neues Expeditionsmodul holen. Der kann das gleich erledigen. Das ist eine gute Idee. Einmal zurück nach Mandira. Du bist ein guter Stratege, mein Lieber. Cooler Plan. Weil ich zwei Erkunder gleichzeitig im Auge behalten kann. Das ist ein Wahnsinnsplan. Okay. Ich mache das wie bei kleinen Kindern. Man wird für alles gelobt. Boah. Nein, das heißt doch lediglich, dass das... Das kann ja auch ein berechtigtes Lob sein. Ich habe dir jetzt nicht immerhin gesagt, Christian, toll, wie du dir alleine die Nase geputzt hast, sondern ich habe dich dafür gelobt, dass du quer auf einem fremden Planeten einen Erkunder quer durchs Gelände schickst, dem komplexe Aufgaben gibst und dann geheimnisvolle Erkundungen durchführst. Also das ist schon gehaltvoller als einmal Nase putzen. Wahrscheinlich wirst du dann auch im Gespräch mit den kolonialen Vorgesetzten sagen, also der Christian, also im Rahmen seiner Möglichkeiten hat er sich wirklich Mühe gegeben. Ach nein, das wäre gemein. Das wäre vor allem offen gemein, so bin ich nicht. Nicht, okay. Naja, für mich ist das schon subtil genug. Wir überlegen die ganze Zeit jetzt, was wir in Azraya bauen sollen. Ja. Wir haben gerade fertiggestellt bekommen, das Handelslager. Ich möchte eine Reli... Achso, ja, dann natürlich Handelskonvois, dauern hier aber lange, sollten wir vielleicht eher in den Städten bauen, die schneller produzieren können. Vielleicht hier erstmal die Basisgebäude, sowas wie die Reliquie der alten Erde zum Beispiel. Denn oder bislang, um die Produktion ein bisschen anzukurbeln, den Recycler. Der dauert zwar auch 10 Runden, aber... Also ich bin sehr für die Reliquie der alten Erde, weil unser Kulturwachstum bei +1 ist und dann... Guck mal, wir haben doch so viele coole Geländefelder hier drumherum, würde ich gerne alle freischalten. Na gut, dann bitte. Das ist nett, dass du mir das erlaubst. Es ist nicht so, dass ich es verhindern könnte. Du hast die Maus. Wenn du energisch genug protestieren würdest, würde ich sagen, Christian, ich bin bereit nachzugeben. Nö, da protestiere ich lieber bei anderen Projekten, die mir näher liegen. Ach, hier übrigens oben rechts in diesem Vielwurmfeld ein etwas wütender Belagerungswurm. Aber in unserem Erkunder kann er nichts tun. Denn? Aliens greifen? Keine Geländefelder mit Erkundereinheiten an. Es lebe die Reinheit. Juhu. Ich habe mich ganz und gar der Reinheit verschrieben. Ich bin übrigens mittlerweile dazu übergegangen, mir 10-mal am Tag die Hände zu waschen. Ah, Waschzwang. Da kann man aber medizinisch bestimmt was gegen tun. Mache ich nicht. Ich bin der Reinheit verpflichtet. Ist auch sozial durchaus verträglich. Das Unangenehme ist, dass ich mittlerweile so ein Set von Ohrenstäbchen mit mir rumführe und auch in der U-Bahn alle 10 Minuten die benutze. Was macht man nicht alles, wenn man der Reinheit verpflichtet ist? Ja, und ich benutze sie auch bei meinen Mitpassagieren. Unaufgefordert. Oh, das stößt aber bestimmt auf Mordsgegenliebe. Die Leute bedanken sich herzlich. Ja, das liegt wahrscheinlich aber auch, dass sich keiner dagegen wehrt an deiner imposanten und einschüchternden Erscheinung. Also das liegt daran und liegt auch daran, dass die Bodyguards, die ich mir hier als Kommandant einer so großen... Expedition auf einem fremden Planeten leisten kann, dass die auch Zwangsjacken mit sich führen und verteilen, bevor ich zum Werke schreite. Ach so, dass sie die automatisch an alle Passagiere verteilen. Ah ja, genau, so eine bist du. Genau, das ist ein automatisches Feature, das habe ich da automatisch deaktiviert hier. Wurde mir per Cheat-Tool von den Entwicklern fürs Real Life zur Verfügung gestellt. Zwangsjacken für die Mitpassagiere in der U-Bahn. Handelskonvoi in Madeira. Mir ist nur unklar, warum du U-Bahn fährst, wenn du so tatsächlich so ein VIP bist. Wieso fährst du nicht in deiner eigenen Schwebelimousine? Damit die Bürger glauben, ich sei mit ihnen auf Augenhöhe. Ah, kurz und dreckig gelacht. Shackleton, das war die bisherige Route. Ich überlege aber, ob wir nicht vielleicht sagen sollten, wir powern hier ein bisschen Azraya. Ja, da generieren wir nämlich insgesamt 10 Produktionen für beide. Für beide Teilnehmer, ich bin dabei. Geht gut. Das sollten wir allein schon deshalb machen, um dich eines im Nachhinein noch zu korrigieren für deinen Wunsch, dort ein Recyclinggebäude zu bauen, um ein bisschen Produktion zu haben. Damit demonstrieren wir, dass diese Idee von dir erst recht nicht so sinnvoll war. Weil überflüssig.
Ja, reib's nochmal rein, genau. Hm. Gerne. So, der Marine hier, was macht er hier? Der wartet, bis der Erkunder auftaucht. Ich habe übrigens gemerkt, man kann auch wunderbar im Herrschaftsgebiet anderer Fraktionen Ausgrabungen durchführen, wenn man mit denen offene Grenzen hat. Allerdings reagieren die da mitunter ein bisschen gereizt drauf, nach meiner Erfahrung. Also irgendwie, sie reagieren gereizt, wenn man es in der Nähe ihrer Grenzen tut, aber sie reagieren nicht gereizt, wenn man es in ihren Grenzen tut. Echt? Wirklich nicht? Nö, ich habe immer nur Anfeindungen erlebt, wenn ich es vor ihren Grenzen oder in der Nähe ihrer Grenzen getan habe. Also ich, ja, also die melden sich doch da manchmal und sagen, hey, mach das bitte nicht, gib uns ein heiliges Versprechen im Diplomatie-Menü, dass du das nicht mehr machst. Und das ist innerhalb der eigenen Grenzen dann nicht mehr. Also ich würde jetzt die Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber es kam mir zumindest so vor. Dazu würde ich dich auch niemals auffordern. Hör mal, dieser Marine hier, direkt neben dem Lagerungswurm, macht mich A, ein bisschen kribbelig, B, stelle ich aber erleichtert fest, dass er mittlerweile nicht mehr orange ist, sondern nur noch grün. Genau, der hat sich wieder beruhigt, da passiert garantiert nichts. Na, wenn du das sagst. Dein Wort in Gottes Ohr. Und selbst wenn, es ist kein Soldat, sondern ein Marine, der wird immer einen Schuss, da wird er mal aushalten. Vom Belagerungswurm? Ja, klar. Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Unser Bautrupp hat eine Basaltmine fertiggestellt. Einen Steinbruch, Entschuldigung. Läuft auch selber raus. Sollen wir ihn hier rüberschicken? Zu dem Chitin? Ich möchte eigentlich erst lieber gerne das Titan. Im Norden. Also direkt neben ihm. Genau. Ei, ei. Und der Bautrupp hier steht auch im Titan. Also einer von uns beiden ist ein Titan-Liebhaber. Ja, Titan ist super. Es gibt da später dann ein sehr brauchbares Gebäude, um die Titanproduktion absolut toll zu nutzen. Außerdem kann man damit für alle Soldaten, die im Kampf gegen Belagerungswürme beispielsweise bei Außeneinsätzen das eine oder andere, die ein oder anderen Gliedmaßen verlieren, schöne Prothesen basteln. Titanprothesen. Mhm. Ja, aber jetzt fühle ich mich eher wie ein Pilzliebhaber. Möchtest du nicht eine Pilzplantage bauen im Süden? Pilz. Kein Pilz. Alt, kein Weizen. Während der Aufnahme. Ja, und zwar eine ganze Plantage gleich. Oh. Das ist sehr heftig. Hier hin? Mhm. Ich nur Prost sagen mal wieder. Also wenn Christian bis vielleicht nachher ein bisschen undeutlicher spricht, dann wisst ihr warum. Das hängt dann einfach mit dem Promillewert. Das hängt mit der gesunkenen Gesundheit zusammen. Der steigende Promillewert dann bei Christian. Nee, also dieses eine Pilz macht dann auch nichts mehr aus. Ich hatte schon 8 Frühstückskorn. Ach, deswegen, ja, ist die Gesundheit hier nämlich auch schon wieder, ja, bei -8. Der eine von uns beiden leidet unter Waschzwang, der andere unter Alkoholismus. Wir sind schon ein gutes Duo hier. Wir ergänzen uns perfekt. Wie, ich leide da nicht drunter. Das ist ein schönes Hobby. Ja, mein Waschzwang auch. In Asraya haben wir mittlerweile 2 Bürger. Ja, alles okay. Das Programm hat die sogar... Na, so halbwegs intelligent hingesetzt. Doch, kann man so machen, ne? Ja, besser geht's nicht im Moment. Wir haben nichts sinnvoll anderes ausgebautes. Mhm. Und der Erkunder hier, den schicken wir weiter Richtung... Also schau doch mal, da scharwenzelt doch schon ein polystralischer Erkunder. Ja, echt? Ja, nicht, dass der uns da die Ausgrabungsstätte wegschnappt. Da muss der Marine sogar auf dem Feld stehen bleiben, direkt neben dem Belagerungsforum, um das zu blocken. Mhm. Ich meine, ob der jetzt zu Hause rumsteht und in der Nase bohrt oder hier, das ist ja eigentlich... Genau. Ob der zu Hause in der Nase bohrt oder hier stirbt, Bott wie Deckel. Der stirbt nicht. Der kann sich doch da in den alten Ruinen dieser Siedlung verschanzen, da passiert nichts. Es passiert tatsächlich nichts. Wo haben wir unseren Erkunder? Schon fast da. Fast am Ziel angelangt, schnell rüber. Du kannst ja alle Zeit der Welt lassen und direkt auch neben dem Belagerungswurm fahren. Er wird ihm ja nichts tun. Produktion? Leider, obwohl das mittlerweile die Review-Version ist und nicht mehr die Preview-Version, gibt es immer noch nicht das Feature. Das finde ich wirklich schade, dass einem angezeigt wird, was man hier eigentlich gebaut hat. So müssen wir unser scharfes Hirnschmalz einsetzen und uns gemerkt haben, tata, da haben wir tatsächlich ein Relikt der alten Erde gebaut. Eine Reliquie der alten Erde, ganz genau. Wobei ich persönlich halt mir denke, da haben die Entwickler vielleicht eine zu hohe Meinung von den Spielern. Also von uns, dass sie uns die Kompetenz zutrauen, dass wir das alles im Gedächtnis speichern, welche Bauaufträge wir hier geben. Ich glaube, die Entwickler sollten da kapieren, dass wir Fans ein bisschen dümmer sind. Es ist ein nettes Kompliment, dass das Feature fehlt für uns Spieler. Aber ich würde ja gerne weniger umschmeichelt und mehr bedient werden. Eben, und
Civilization ist ja traditionell auch ein Spiel, was auch von der älteren Generation wie uns gespielt wird. Und da kann man jetzt echt nicht verlangen, dass wir uns das alles hier merken. Genau. Mittlerweile könnten wir uns einen Handelskonvoi eigentlich schon leisten, hier zu bauen, dank der Plus 12. Vier Runden ist doch sauber. Ja. Mhm. Gesundheit stört uns mal wieder nicht. Ist uns völlig egal. Mhm. Ja, und hier können wir dann eine weitere Titanmine für dich errichten, um unsere XCOM-Soldaten, um denen neue Prothesen zu... das war ein anderes Spiel. Das war ein anderes Spiel. Außerdem geht das ja mehr in Richtung Vorherrschaftssieg. Da haben die ja diese Robotiktruppen. Wir spielen ja eigentlich auf Reinheit. Ach, also wenn wir das beides ein bisschen mischen, fände ich auch nicht so schlimm. Mischen von Spielstilen, geht das nicht eigentlich mit der Reinheit ganz und gar nicht eins? Habe ich jetzt persönlich kein Problem mit. Ich bin da von außerdem auch von flexibler Moral. Du hast sozusagen die Affinität Pragmatismus neu eingeführt, genau. Die noch gar nicht angezeigt wird. Das ist so ein, guck mal hier, Banu Musa. Das ist eine Wissenschaftsstation, aha. Gibt's jetzt neu im Spiel. Bautrupf, alles okay, macht doch hier schon die Plantage. Ja, dann soll er nochmal. So, und jetzt können wir hier, jetzt können wir hier austauschen, den Marine gegen den... Wohin hättest du gerne den Marine geschickt? Wieder nach Hause. Was würde eigentlich passieren, wenn wir hier die Ausgrabung durchführen und während dieser Ausgrabung kauft sich oder erschafft sich der Panasiate seine Grenze hier dazu? Ich vermute, dass dann gar nichts passiert. Ich glaube, wir würden dann zwangsverlegt. Achso, du meinst, weil wir keine offenen Grenzen haben. Mhm. Zwangsverlegt, das klingt ja so, als seien wir ein Häftling. Ja, ist doch so. Einheiten, die dann innerhalb der Grenzen stünden, wenn die Grenzen wachsen, die werden 2 Energie und 3 pro Runde. Ja, können wir ruhig mal machen. Findest du? 3, das sind 75. 77 Energie, die wir insgesamt für diese Hobby-Ausgrabung machen. Aber wie würden wir uns ärgern, wenn dann plötzlich die Grenze sich verschiebt und unser Erkunder dann von seiner Grabungsstätte... Dann könnten wir immer noch das zurückkaufen. Dann könnten wir diesen Deal immer noch abschließen. Okay, das stimmt, das ist eine gute Idee. Weil das kann ja, der könnte dann später das dann fortsetzen. Kultur entwickeln? Ah ja, stimmt. Also was haben wir jetzt gemacht bis jetzt? Die beiden Standard-Eröffnungen, die ich immer gerne mache, nämlich einmal Forschung durch getötete Aliens und einmal Forschung durch abgeschlossene Expeditionen. Mhm. Ansonsten würde ich gerne weiter auf dem lila farbenen Ast gehen. Ich mache Energie und Produktion. Ja, also das hier finde ich eigentlich ganz cool. Kommodifizierung, was immer das auch... Was könnte das bedeuten eigentlich? Der Begriff jetzt. Das bedeutet, dass man all diese feinen Ressourcen, wie viel Wurm und Fasern und Obst, dass es die alle im Supermarkt in den Kolonien in Dosen zu kaufen gibt. Echt? Als Kommodität. Mhm. Boah, bist du klug? Ich kannte dieses Wort gar nicht. Ich dachte, es wäre eine Konservendose. Ja, sag dich doch, Dosen. Ach so. Ja, vielleicht auch in Tiefkühlpäckchen oder in eingeschweißten Plastikbeuteln, aber... Und die Konserven, mit denen geht man dann nach Hause und legt die in die Kommode. Die Kommode, natürlich, genau, das ist zu Recht. Genau, jetzt haben wir es. Ja, das müssen wir. Nehmen wir das. Ja, sehr schlüssig. Glasklar. Mhm. Also, das nehmen wir, ne? Genau. Juhu. Und wenn wir einen weiteren Industriewert haben, kriegen wir diesen Bonus hier, diesen Synergiebonus plus 10% Energie in jeder Stadt. Dauert jetzt noch 15 Runden, ein bisschen viel. Naja, das wird sich auch noch wieder verschnellern. Vielleicht graben wir irgendwas Schönes aus hier. So, und den lass ich jetzt einmal ausheilen. In Saira. Können wir jetzt? Ich hätte ja, darf ich dir vielleicht einen langfristigen Plan vorstellen? Geh doch mal bitte raus auf die Karte. Jetzt bin ich gespannt. Fahr mal hoch Richtung Shackleton, bitte. Zu dieser Forschungsstation. Mein Plan ist ja, hier oben in Richtung irgendwo bei Shackleton ein bisschen weiter rauszoomen, bitte. Raus, ja. Da, wo Phyraxit liegt, vielleicht in der Nähe dort, wo unser Explorer steht, eine weitere Stadt zu bauen. Vielleicht vom Explorer aus gesehen, über den Hügel 2 nach oben. Dann. Explorer, Hügel 2 nach oben, hier? Zwei,
Ja, genau da. Da würde ich gerne eine Stadt hinsetzen. Da sind wir zu dicht an Shackleton. Nicht. Eben, und deswegen möchte ich Shackleton gerne aus der Gleichung rausnehmen. Aus der Gleichung rausnehmen. Lass uns mal. War das dir zu euphemistisch? Wir haben nämlich jetzt wieder zwei Marines zu Hause. Ich krieg das raus. Lass mich mal ganz kurz nachschlagen. Ich habe hier aus dem Regal, ich nehme mal hier, hört ihr vielleicht, aus dem Wörterbuch. Im Wörterbuch schlage ich mal nach. Im Wörterbuch des Unmenschen, was dieser Begriff bedeuten könnte. Das Wörterbuch des Unmenschen, das muss ich mir sofort bestellen bei Amazon. Ja. Bestellen? Hast du das nicht geschrieben? Nee, das existiert schon ganz lange. Das ist quasi, das existiert seit dem 14. Jahrhundert. Das ist erschienen zeitgleich mit Machiavellis Der Fürst. Ah, verstehe. Jedenfalls wetter ich da mal nach. Was könnte das bedeuten? Oder, liebe Zuschauer, wisst ihr das vielleicht? Da muss ich ja nicht extra nachschlagen, was Christian ja meint. Postet doch mal bitte. Was könnte Christian meinen, wenn er solche schönen Worte in seinem Munde führt und sich anschließend mit einer Hand die Blutstropfen aus den Mundwinkeln wischt? Ich weise jede Schuld von mir. Erinnert euch, dass in Shackleton von uns vermutet wurde, dass dort außerirdische Kryptofaschisten lebten, also die hier Reichsflugscheiben versteckten und sich irgendwelchen braunen astralen Gedankengut hingaben. Die müssen wir natürlich von der Karte fegen. Es geht also wirklich nur um Reinheit des Gedankenguts. Reinheit, wir fegen, ganz genau. Es ist im Grunde nur ein Putzjob, den wir hier durchzuführen haben. Stellt die Reinigungsmittel dabei, holt die Kammerjäger. Bis dann. Tschüss. Tschüss.